Aber es hilft nichts. Alles, diese Gräben und die Verteidigung und der Wille, nicht wahr, die CSSR verteidigen, das half alles nichts. Die Sowjetunion wäre gekommen. Wir hatten eine große Demonstration, wo wir alle zogen vors Parlament und Hammer, 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 Schande, Schande, nicht wahr, dass sie sich nicht wehrt, die CSSR. Aber das half alles nichts. Wenn es tat nichts, die setzten sich alle ab und überließen die Tschechen, nicht wahr, den Nazis. Ja, ich hatte nun das Glück in der Tasche, in meinem Pass. Ich konnte in die Sowjetunion. Ich kam in Moskau an im Dezember 1934, bis zu meiner Ausweisung von dort. Wissen Sie, die Rolle, die die deutsche Partei, das ZK, gespielt hat, war eine sehr dürftige, eine sehr schwache. Wir haben das alles erst später erfahren. Es gelang ihm nicht, das merkte ich bei meiner Ausweisung. Ich war erst in Moskau und dann war ich in Dnipropetrovsk. Und das war eine komplizierte Sache. In Dnipropetrovsk in der Ukraine baute ich ein Kolchosni-Theater, ein Kollektivistentheater bei Deutschen auf. Die kamen auf die Idee plötzlich, sie wollten ein deutsches Theater in Dnipropetrovsk errichten. Aber nachdem das deutsche Theater in Moskau nicht aufging, die Idee vom Wangenheim, die ging nicht auf. Es kam niemand nach Moskau. Weder der Kortner noch die Bergner. Der wollte das mit großen Leuten aufmachen. Aber ich hielt das nicht aus. Ich musste was tun. Ich dachte, was sollen wir hier in Moskau machen? Ja, kam sie auf die Idee, die sowjetische Kulturleitung, wir wollen in Dnipropetrovsk ein Theater aufbauen für die deutschen Kollektivisten. Das sind sehr gute Arbeiter. Die arbeiten sehr tüchtig und man muss ihnen ein Theater schenken.